Märtyrer, Datei freigeben. Das nächste Rätsel. Zar Nikolaus der Zweite, Russland. War das nicht der letzte Zar von Russland? Schon wieder dieses Piepsen. Das macht mich echt kirre. So, ganz viele 0 und 1. Binärcode. Können wir gleich mal dechiffrieren. Ja. Ist das schon damit gemeint? Nö. Dachte schon. Ja. Kälter, kalt. Wärmer. Also mehr sehe ich hier nicht. Auch ganz nett hier mit dem Stab gemacht. Nee. Okay. Der wird ja hier wohl irgendwie mit dem Code zusammenhängen. Naja. Mann, Peeps. Peeps, Peeps. Peeps, Peeps, Peeps. Peeps, Peeps, Peeps. Heilige nochmal! Okay. Meine Güte, dieses Piepsen macht einen kirre. Joël de Afra. Ich kann die Namen nicht aussprechen, es tut mir einfach leid. Schon traurig. Okay, die gute Dame, wir. Pardon. Aha. Das hier? Okay. Später 25. Schöne Gemälde. Ja, einmal hier der gute Zar. Nikolaus, dann der Kerl hier und hier haben wir Frankreich. Okay. Was haben wir hier? Feuer? Sie verbrannten Joël bei lebendigem Leibe. Okay. Das ist gerade echt surreal. Also schon ein bisschen merkwürdig gerade. Aber gut, ich hab damit... Was haben sie mit dem gemacht? Ohne den Stab. Rasputin brachte es nach Tunguska. Ach so, Rasputin. Kann nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Sehr interessant. Rasputin also. Passcode gefunden. Das war das skurrilste Rätsel bisher. Würde ich behaupten. Ich habe keine Worte. Wie ihr seht. Achso. Ja, machen wir mal. Ja, da dreht sie sich gerade um. Ah, es fehlt immer noch zu viel. Es fehlt einfach zu viel. Ich kann daraus noch nicht sehr viel schließen. Ich bin schon auf dem Weg. Jetzt ist die Sache, hier müssen wir irgendwo noch eine Glyphe haben. Aber wo? Oh, pardon. So. Tut mir leid, ich dachte nicht. Kein Problem. Die Leute entschuldigen sich ja alle. Ja. Ich glaube, ich muss hier erstmal das Gebäude ausfindig machen. Geh mal hier entlang. Also irgendwo haben wir hier sicherlich noch eine Glyphe. Also nehme ich an. Genau, hier haben wir die Karte. Die können wir mal beiseite lassen. Ich will nämlich nochmal auf die Datenbank. Ah, okay, also die Glyphe hier haben wir gefunden. Genau, die fehlt uns auch noch hier. Deswegen müssen wir auch nochmal zurückreisen, um diese Glyphe hier zu holen. Aber die hier fehlt uns noch. Ach doch, hier sind wir richtig. Ponte di Rialto. Das ist hier also irgendwo auf der Brücke. Oder um die Brücke herum. Wie ich immer die ganzen Leute umrenne. Meine Zitronen. Ich erwarte ja gar keine Entschuldigung, aber hab wenigstens den... Ja, es tut mir leid. Tut mir leid, guter Mann. Naja, Zitronen, ihr wisst ja. Nimm deine verdammten Zitronen. Okay. Ich würde gerne ein gewisses Zitat über Zitronen auspacken. Okay. Also, ja, wir kriegen immer noch Geld, das ist wunderbar. Aber ich möchte Hieroglyphen finden. Ah, ich höre was. Ah, das war eine Feder. Damit kann ich auch leben. Aber eine Glyphe wäre mir dann doch lieber. Ich werde sowieso nicht alle Federn finden, von dem her. Also ich werde da auch nicht danach suchen, weil das wäre etwas zu viel des Guten. Ach, da kommen wir nicht rüber. Also ich meine, wir können schwimmen. Von dem her.
Wunderbar. 10 Punkte, Ezio. Formidabel eingetaucht. Hallo? Controller? Okay. Mein Controller hat gerade den Geist aufgegeben, aber jetzt läuft er wieder. Tragisch, tragisch, ich weiß. Da sehe ich doch etwas. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier habe ich doch etwas mehr Glück, was die Glyphen angeht. Wunderbar. Das war eine ausgezeichnete Idee. Das sieht mir nach einer Spinne aus. Und zwar ähnelt das sehr diesen Nazca-Linien. Diese sehr bekannten, die wir auch schon im ersten Teil am Ende gesehen hatten. Das wird auch wohl eine Anspielung darauf sein. Also, dass wir sie eben schon im ersten Teil gesehen haben. Und die eben diesen Nazca-Linien entsprechen. Drei Diebstähle, vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sieht. Okay. Hattrick? Sie ließen es wie einen Unfall aussehen. Houdini und Bess. Moment. Ah ja, wunderbar. Genau, das. Ja, okay. Houdini ist Grab. Rest in Peace, 31. Oktober. Gandhi. Hier schon wieder. Okay. Das ist echt skurril. Hier ist eine Brille. Oder, nee. Wird ja wohl nicht sein, das ist einfach darauf. Okay. Hier das nächste. Gandhis Begräbnis. 1948 ist er gestorben. Dallas Archiv. Okay, greifen wir mal darauf zu. Zugriff verweigert. Die Wölfe sind auf der Jagd. Passwort eingeben. Oh, oh, wo ist Jack nur hin? Ja, wo ist Jack hin? Das ist hier die Frage. Oh. Okay, Passwort eingeben. Achso, 8 wäre 8S. Das verstehe ich. Achso, Moment, 6 ist 1. Was? Das wird jetzt bei der 6 anfangen. 6, 7 ist 2. Ich habe keine Ahnung. Okay, war richtig. Gut. Operation Neue Grenze. Wunderbar. Das Hauptquartier hat grünes Licht gegeben, die Ressourcen auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte kein Problem machen. Keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z, benutzt du ES1, um für Ablenkung zu sorgen. Lasse eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute in der Verwirrung, schnappt sich der Fahrer ES3. Okay. Hier die Markierungen. 18916. Aha. Texas. Okay. Passcode gefunden. Soweit also alles richtig. Und Datei freigegeben. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte. Ja, das ist immer noch viel zu... Naja, also... Doch noch relativ wenig. Ich kann daraus noch nicht wirklich viel schließen. Sehr interessant und die komischen Glyphen werden... Die sind echt alle sehr skurril, muss man sagen. Ich würde aber sagen, wir machen endlich mal wieder eine Mission. Da komme ich nicht durch. Aber hier. Okay, dann können wir mal an Land schwimmen. Genau, so können wir etwas schneller schwimmen. Wunderbar. Und hier haben wir auch gleich einen Turm. Und ich glaube, hier können wir das Schiff wieder nehmen. Zurück. Achso, ja. Nein, ich will hier lang. Achtung, Achtung. Kommen wir... Ja, da kommen wir hoch. Ach, schade. Ah ja. Ist wohl sicherer so. Okay, wunderbar. Da sind wir gleich auf der Spitze. Ja, noch einen Moment. Oh je. Bitte nicht runterspringen. Okay.
Sehr schön. Dann können wir auch mal die Aussicht hier genießen in Venedig. Wunderschön. Bis diese ganzen modernen Touristen aufgetaucht sind. Ekelhaft. Okay. Und als nächstes hätten wir dann auf der Agenda diese Mission hier anscheinend. Genau, die würde ich dann auch aufsuchen. Hier haben wir ja schon einen Arzt parat. Wunderbar. Ach, Kunsthändler, genau. Die könnten wir auch mal wieder aufsuchen. Aber erstmal ein Sprung. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr. Und machen... Achso, war das ein Dieb hier? Oh, ja. Die Dame wurde umgeschmissen. Aber wir machen mal eine Mission. So, hier entlang. Ach so, stimmt. Hier muss ich etwas aufpassen. Ja, wohl wahr. Jetzt ist die Frage, welchen Weg sollte ich denn hier nehmen? Wahrscheinlich mal den hier. Ach ja. Ein paar Damen. Bei dir piepst wohl, ja. Hier entlang. Ich kann noch nicht genau zuordnen, wo das... Ach, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Aber das ist auch nicht genau hier. Ja, hier. Erinnerungsanfang und Steckbrief. Ah, Steckbriefe, genau. Die sind jetzt nicht sonderlich wichtig, aber ich meine, wenn wir hier schon mal einen haben, dann können wir den auch entfernen. Ich meine, es wäre schon mal besser für unsere Reputation hier. Der Kanatsgard ist runter, ja. Die sollten uns jetzt auch ignorieren. Okay. Großartig. Okay. Sehr schön. Aha. Mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht drunter steigst. Ja, ja, ich bin schon weg. Na, großartig. Ah, jetzt habe ich den Punkt auch verloren, weil ich erstmal, ja, weil ich erstmal fliehen muss. Moment mal, wir verstecken mal uns unter diesen Damen hier. Naja, wenn das denn funktionieren würde. Oh. Na, ich meine, so unauffällig war ich nun nicht. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Den muss ich doch jetzt wohl loswerden. Okay, ich warte mal hier. Der klettert jetzt nicht hier entlang, oder? Ah, schon besser. Ja, schon viel besser. Na, das war jetzt sehr ungünstig. Ui. Okay, die können wir erneuern. Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da wollte ich mich eigentlich nochmal festhalten. Haben wir noch? Ja, wir haben noch Medizin. Weißt du, wo ich bin? Ich glaube, das hat wirklich funktioniert. Verwunderlich, aber umso besser. Das ist immer etwas ärgerlich. Okay. Wir klettern hier nochmal nach oben, aber ich glaube, haben wir hier noch jemanden? So, komm schon, weiter, weiter, weiter. Ja, das ist schon... Ja, da vorne ist einer. Das ist schon gefährlich. Ich klettere mal hier lang. In der Hoffnung, dass sie mich mal ignorieren. Oh, hier sind so viele. Okay. Einmal hier entlang. Ich weiß eben nicht genau, wo dieser Punkt sein soll. Ja, ignoriert mich, ignoriert mich. Ach, da unten, glaube ich. Ja, da unten. Okay, dann war das ein doch relativ umständlicher Weg. Ja. Zum restlichen Pöbel auch noch. Ich habe hier gerade eine Kiste entdeckt, die würde ich mir gerne mal zu Gemüte führen.
Also plündern. Jawohl. Haben wir schon wieder jemand entdeckt? Okay. Das kann sich doch sehen lassen. Ich bin schon weg. Okay, ich würde aber sagen, dann legen wir mal los. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. So viel dazu. Die Dame kennen wir doch schon. Ja, das sieht nicht gut aus. Tja, da hat sie wohl einen Pfeil ins Knie geschossen bekommen. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Na gut, das wird eine Narbe geben. Okay. Rose eskortieren und beschützen. Na, Moment, wo? Hallo? Also irgendwie bin ich falsch gelaufen. Hä? Was? Wo muss ich hin? Okay, dann kämpfen wir mal. Sollten wir nicht eventuell wegrennen? Okay, ich wollte eigentlich... Ah, Mann. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Ja, das ist schon besser. Sehr gut. Komm schon. Ja, wunderbar. Schön ausgewichen. Souverän. Na, das wäre doch gelacht, Freundchen. Okay, wir sollten aber mal aufpassen. Ach, wunderbar. Einmal den Rücken. Ich weiß gar nicht, ob wir einfach wegrennen könnten. So, nochmal abgeblockt. Oh, ja. Yeah. Komm schon. Komm schon. Das war's mit ihm. Und der nächste. Oh, wunderbar. Schön. Und das war's mit ihm. Sagst du? Da wäre ich mir nicht so sicher. Junge Dame. Okay, ja, Rosa, die hat auch schon einigen Schaden genommen, aber ich hoffe mal, wir bekommen das noch hin. Ja, das kann sie gerne noch ein paar Mal wiederholen. Allein wäre ich besser dran. Ich meine, sie will zum Wasser. Hm. Aber ich weiß nicht, wo genau. Hier gibt es fantastische Mitarbeiter. Ey. Wo bleibt ihr denn? Ah ja, ich bin hier. Och, nee. Oh je, yeah. Okay. Da müssen wir kämpfen. Ja, den haben wir. Wir müssen wirklich aufpassen, sie hat nicht mehr sehr viel Leben. Den haben wir. Und zu guter Letzt. Santa Maria Glorisa dei Frari. Na, dieser Glockenturm sieht nach einer Herausforderung aus. Die Santa Maria Gloriosa dei Frari oder kurz Frari wurde von Franziskaner München erbaut und ist die zweitgrößte Kirche Venedigs. Den Regeln des heiligen Franziskus folgend, der Armut predigte, besitzt die Kirche nur ein eher schlichtes Erscheinungsbild. Gerüchten zufolge gab es im 15. Jahrhundert eine versteckte Gruft in der Frari, die inzwischen eingestürzt ist. Interessant. Naja, immerhin, ich meine, Kirchen, die sind doch schon sehr... prunkvoll immer. Naja, kann man etwas anzweifeln. Besonders wenn die Kirche immer den Armen helfen möchte. Und dann solche großen Bauten hat. Okay, wir gehen weiter. Och, nö. Ach, Mann.
Perfekt. Komm schon, abgeblockt. Ja. Wunderbar ausgewichen. Schön. Ja, komm schon. Ah, den müssen wir doch erwischen. Jetzt. Okay, und nun? Wohin müssen wir? Achtung. Achtung, weg hier. Oh je. Ja. Achtung, da müssen wir mal eingreifen. Ich will... Ja, die Waffe wollte ich. So, jetzt. Oh je, oh je. Ah, komm. Hallo. Oh Mann, mein Controller schon wieder. Oh Mann. Ja, keine Zeit. Keine Zeit. Jetzt. Das war schön. Und jetzt? Sie hat wirklich nicht mehr sehr viel Leben. Ich hätte am Anfang etwas besser aufpassen müssen. Okay. Hier entlang. Ja, ich glaube, ihr geht es nicht wirklich gut. Diebe einsetzen. Okay. Ich würde sagen, Checkpoint erreicht. Jesus, mein Bein. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Na komm. Darauf habe ich doch gewartet, dass wir die gute Dame mal tragen können. In Sicherheit bringen. Ich bin Ezio. Ich weiß. Ah, sie weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben angeheuert. Zeit zum Plaudern. Naja. Seid ihr blind? Nicht blind genug. Ah, wunderbar. Die helfen uns. Fraktionen anheuern. Durch Anheuern dieser Fraktion wird die aktuelle angeheuerte Fraktion verlassen. Entlassen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Hier vorne. Sehr schön. Dann kann sie hoffentlich auch verarztet werden. Ich habe... Hugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. Also gut. Die Gondel eskortieren und beschützen. Ich weiß gar nicht, welche Richtung die hier überhaupt. Bringt die zurück. Tötet sie, Ezio. Das geht auch. Okay, schon erledigt. Okay, die schwimmen also in diese Richtung hier. So, dann nehmen wir mal wieder die kleine Klinge. Da habe ich doch jemanden. Oh, komm schon. Ah. Das war nicht schlecht. Na, komm schon. Das war's mit ihm. Okay, ab in die Richtung. Weiter, weiter, weiter. Da ist schon der nächste. Ah, wie werden wir den denn jetzt am besten los? Und? Das war ein wenig unspektakulär, aber es hat funktioniert. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich will die... Boah, ich krieg das gerade nicht hin, die einfach abzustechen. Oh, mein Controller. Alles klar. Das war's mit ihm. Und mit ihm. Gut, keine Zeit dürfen wir verlieren. Oh.
Endlich! Aus dem Weg! Oh. Na, den hätte ich gleich mal anspringen können. Das wollte ich. Endlich. So, Bewegung, Ezio. Oh, das war's mit dir. Na, endlich. Da. Hätten wir vielleicht mal aufspringen sollen. So, aber keine Zeit verlieren. Ja, großer. Mein Control. Ich glaube, die Batterien lassen nach. Entschuldigt. Ich hoffe, der hält doch etwas durch. So, einmal hier entlang. Ach, da ist noch einer. Das sind zwei Stück. Das war ja mal großartig. Nein, mein Controller. Ich kann jetzt gerade nicht aufhören. Ach, großartig. Ne, das war's mit dem Controller. Der verliert immer wieder die Verbindung. Das war's mit dem Controller. Okay, ich kann gerade nichts machen. Nö. Möchtest du lieber brennen oder in siedendes Öl? Ah, verdammt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein, hör auf. Ja, wir sterben auch gerade. Ja, das... Das Problem ist... Oh, lass mich in Ruhe. Oh, Heilige. Ja, 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 egal, 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 wir machen weiter. Ich glaube, mein Controller ist leer. Der verliert nämlich die ganze Zeit die Verbindung. Deswegen bin ich ja gerade hängen geblieben. Oh, okay, wir haben wieder Leben. Das war eine sehr knappe Aktion. Die Bogenschützen haben ihn, glaube ich, auch nicht getroffen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Okay. Ja. Hier geht es nicht sehr gut. Ich nehme an, wir müssen hier entlang. Wunderbar. Okay, da vorne. Ah. Ja, die gehen wahrscheinlich hier entlang. Ich sehe es ja noch auf der Karte, ja. Okay, wir landen hier. Wunderbar. Okay, alles läuft noch, Leute. Okay, Entfernung zum Ziel verringern. Ach so, warten die hier noch oder? Moment. Wir gehen nochmal zurück, da war ich vielleicht doch zu voreilig. Das mit dem Controller hat mich jetzt echt aus dem Konzept gebracht. Das Problem ist, ich kann ja auch gerade leider nicht auf die Tastatur zurückwechseln. Da kenne ich auch überhaupt nicht die Steuerung. Ach, die sind hier. Also können wir einfach hier entlang? Aha.